Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Train Fever. Wir sind letztens stehen geblieben. Da wollten wir ja von Gilching nach Luschendorfer Hof eine Straßenbahn bauen, also eine Tramstrecke da, so eine, wie nennt man das, so eine, im Prinzip statt Zug, eine Straßenbahn, eben dann auf der Straße lang. Jetzt müssen wir eben bloß noch die sogenannten Schienen verlegen, beziehungsweise haben wir ja gemacht auf den, die wir ausgebaut haben. Jetzt müssten wir die hier noch verlegen und dann uns überlegen, wo wir die anschließen werden. Sicherlich hier an denen, dann wird der Bus dann die hier hinbringen und dann zurück zu genau das gleiche oder hinzu, beziehungsweise nach Luschendorfer Hof, müssen wir ja auch noch eine Anschlussstelle finden, weil so unweit gerne rein möchte ich da eigentlich auch nicht fahren. Optimal wäre natürlich hier jetzt so, sagt, denke ich mir jetzt einfach mal. Und hier oben würde das ja keinen Sinn bringen. So, wir können das trotzdem mal laufen lassen, damit wir dann im Hintergrund auch wissen, wie zum Beispiel der Holzzug, auf der uns immer noch Probleme macht oder auf der sich jetzt mal ein bisschen wieder eingekriegt hat. Hier sind es immer 79. Ich denke mal, das wird auch wieder werden, dass das hier wieder größer wird. So, wir werden jetzt mal nach Gilching gehen, dann werden wir erstmal den Stück noch verbinden, beziehungsweise die Straßen, Bahnschienen verlegen. Haben natürlich gleich alle Autos gekillt. Und der Bus ist dort. Jetzt warten wir lieber, bis der hier lang gefahren ist, weil sonst versetze ich den Bus auch wieder. Das ist so der kleine Nachteil bei Train Fever, wenn man jetzt was baut, werden die gleich sonst wohin katapultiert. So, dann können wir eigentlich hier bauen. Und schon der nächste. Müssen wir uns beeilen. Ja gut, da haben wir dann. Ja gut, da können wir auch gleich hier weiterbauen. Der halbe Bus stand gerade dort, das ist auch gut. Naja. Gut, werden wir gleich mal in die andere Stadt hüpfen oder rüberspringen. Wenn wir uns überlegen, wie wir da reinbauen werden. Ich glaube, so hier. Naja gut, da haben wir jetzt eh wieder den Bus versetzt. Muss eine Ehrenrunde drehen. Pardon. Aber anders ist es jetzt eben nicht möglich. So, Straßenbahn können wir hier hinbauen. Und dann setzen wir die hier hin. Dann fährt die dann hier so rein. So lang und dann so. Gut. Das sollte funktionieren. Hoffe ich mal. Natürlich habe ich eine Straßenbahn jetzt gefunden bei trainfever.net. Kann man sich ja runterladen. Ein paar Mods. Aber jetzt schon guckt, auf die auch drauf ist. Zumindest drauf ist die, aber auf die jetzt so funktioniert, das ist jetzt wieder die andere Frage. Kann natürlich sein, dass die jetzt eben nicht funktionieren wird. Zumindest ist die aber schon mal oben. Dann sollte das eigentlich auch funktionieren. So, Straßenbahn. Da brauchen wir natürlich unglücklicherweise ein Straßenbahndepot. Eigentlich unglücklicherweise, aber wir bräuchten eins. Aber vorher werden wir das mal die Linie festlegen. Weiß gar nicht, wie nennen wir die jetzt. Tram-Überland werden wir die, glaube ich, nennen. So ist das jedenfalls vom Vorteil, wenn wir die so nennen werden. Tram 1 Überland. So. Farbe ist jetzt ja relativ egal. Schwarz, aber es ist Wurst.
welche wir fangen natürlich auch hier an. Das ist unser Start. Also das ist ein Kackbraun. Auch nicht schlecht. So, und dann soll die hier lang. Es wird interessant werden, ob die dann auch so hinfindet. Beziehungsweise auf das sich hier überhaupt lohnt. Wenn, dann kann man das immer noch abschaffen. Haben wir zwar ein paar Gleise verlegt, aber daran werden wir nicht sterben. Die fährt nämlich auch nicht besonders schnell. 65 ist das Höchste. Deswegen braucht man ja auch keine Strecken irgendwie ausbauen. Oder hätte man gar nicht ausbauen müssen mit 100. Mit 100 km/h zum Beispiel. So, die hier und die da. So, dann sollte das funktionieren. 7 Stationen, da werden wir auch bloß 2 Straßenbahnen bauen. Bauen, einstellen, reinstellen. Vorher sollten wir uns natürlich noch ein Depot holen, sonst funktioniert das Einzel natürlich nicht. Ein Depot, jetzt mal, ist wieder die Frage, wo war das Depot wieder? Also ewig nicht das spielt. Machen wir hier hin. Kriegen die auch noch ein paar Gleise geschenkt, damit die auch dahin kommen. So, Tram kaufen und da sehen wir ganz unten schon Tatra T4D. Das sind jetzt die verschiedenen Modelle. Müssen wir mal gucken, welche jetzt hier so am schnellsten Anführungszeichen ist. Das ist die Halle und die Halle. Dresden schafft nur 55, das ist natürlich auch gut. Aber gut, ich hätte jetzt gerne ein Gelb gehabt, aber ich nehme jetzt eben Gier, das ist doch Wurst. 29 Passagiere soll die jedenfalls transportieren können. Wir werden die von Halle nehmen. Ja, obwohl, die ist ja auch von Halle. Ist halt der Unterschied. Ah, IG, ach so, gut, das ist bis Werbung. Einmal, zweimal. So. Das sollte dann, denke ich mal, erstmal reichen. Für den Anfang, zumindest ist da bloß ein Test. Tram 1 Überland. Ich hoffe, die fährt auch. Zumindest höre ich sie schon mal schreien, das ist schon mal gut. km/h Spitze, das wird natürlich auch toll. Aber das ist ja relativ egal. Soll ja keine... Na, wie nennt man das hier? Rekordzeit mit 100 km/h fahren. Fährt keine Straßenbahn. Wir werden das trotzdem mal ein bisschen beschleunigen. Damit man das sehen, ob das hier so funktioniert, wie wir uns nicht vorstellen. Kein Weg. Gut, da haben wir schon das erste Problemchen. Müssen wir uns das angucken, wo hier kein Weg ist. So, hier ist, da ist... Eigentlich hier so ist eigentlich alles verbunden. Warum jetzt kein Weg anzeigt, ist natürlich doof. Ah, okay. Hier haben wir das Problem, dass sie eben nicht fahren wird, wenn hier keine Schienen liegen. Aber immerhin haben wir das gefunden, das Problem. So, werden wir wieder mal zurück. Zoomen und weiter verfolgen. Relativ schnell um die Ecke geflogen. So, noch steigt hier keiner ein. Jetzt haben wir natürlich wieder blödes Autosave dazwischen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die richtig die Türen aufgehen. Zumindest die richtige Seite. Wir haben das Jahr 2037 erreicht, das ist auch gut. Jawohl, ob die richtigen Türen aufgehen, es gibt ja nur eine Seite von denen. Da ist das schon mal relativ egal.
So, hier steckt natürlich auch wieder keiner ein. Oder zumindest noch nicht. Halten wir den ganzen Verkehr hier auf, glaube ich. So, hier sollte die eigentlich ihre 65 km/h auch ausfahren. Die sie ja maximal schafft. Mehr gibt es leider nicht, aber das ist ja auch egal. Ist ja keine Rallye-Straßenbahn. Sieht eigentlich, wenn man spult, zumindest relativ flott aus. Dann kommen hier ein paar Eierwege. Ja, da muss man ein bisschen abbremsen, ist klar, sonst würde sie ja gleich im Tunnel runterfahren, wenn man es so nimmt. Und hinter uns, naja, könnte man auch überholen, dann würde das besser gehen. So, jetzt sollte sie sicherlich in die Eisen gehen, weil er unten die Kurve kommt. Wie gesagt, es ist nur ein Versuch. Es ist jetzt hier kein Muss, dass es so gehen muss. Oder sollte. Immerhin, hier steigt einer ein. Irre. Ja, ob er jetzt mit uns da extra mitfährt, ist die andere Frage. Muss jetzt natürlich nicht sein wegen uns. Oder beziehungsweise nur wegen der Bahn. Oh, doch, 23 Mann, die hier eingestiegen sind. Die sogar mitfahren wollen. Staunig, ja. Aussteigen tut auch keiner, also werden die auch alle wunderbar mit uns mitfahren, das ist schon mal gut. Vorgequetscht. Schade, dass man es jetzt nicht so in der Innenansicht sehen würde. Sieht bestimmt gut aus. Man kann ja mal gucken, wie lang die brauchen würde oder wie lange die braucht. A, B, C, D, wo ist sie denn? T, Tram über Land. Die braucht 5 Minuten von da bis dorthin. Es ist logischerweise schon. Da sieht man ja, der Zug, der donnert hier vorbei. Das ist dann sozusagen die Billigvariante zum Zug. Bezahlen sie nur 3,20 Euro statt 17,50 Euro und sind dafür 3 Stunden unterwegs statt nur eine Stunde. Ja, sie fährt weiterhin ihre 65 km/h. Bis da vorne wird sie jetzt natürlich bremsen müssen. Ja, dann auf 18 runter auf 20 km/h will. So, und hier stehen da auch schon welche. Jawohl. Und die Straßenbahn ist voll. Kaum zu glauben. 29 Mann, die hier einsteigen werden. Oder aussteigen zumindest. Hier sind dran 4 ausgestiegen oder 3 zumindest. Und dann werden sich dann
wahrscheinlich dort, denke ich mal, alle aussteigen. Weil das auch richtig voll hier ist. Was jetzt so sehen. Ja, hier sind relativ einige ausgestiegen. So, da hat sich das ja, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, gelohnt, diese kleine Straßenbahn als Verbindung zu nehmen. Wir haben natürlich wieder ein Autosave, sind wir schon im Jahr 2038, weil wir so schnell gespult haben. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir werden uns jetzt nochmal nach den Fahrzeugen erkundigen, die hier kaputt sind oder waren. Die 71 und 72, was ich gesehen habe. Das sind die Busse in Goetz, in Gilching. Okay, da werden wir gleich mal gucken, was haben wir da für einen Bus gehabt überhaupt. Haben wir gar keinen eingesetzt. Müssen wir mal wieder darüber hüpfen. Was haben wir da für welche? Wo sind sie? Na ja gut, die ganz normalen langen, längeren Busse. So, Fahrzeug wählen. Unseren Berghof Dudek ist das. Wenn wir den gleich nehmen für Goetz. Gilching gucken wir uns auch mal an. Der wird sicherlich auch der gleiche Bus sein. Naja. Unschwer zu erkennen, dass es der gleiche ist. Werden wir auch gleich ändern. Achso, müssten wir ja bloß noch OK drücken. Dann würde das auch gehen. Haben wir Gilching und den Holz-LKW. Den müssen wir uns auch mal angucken, wo der ist. Auf welcher Strecke der fährt. Gute Frage, wo ist er? Der da, okay. Der soll Holz transportieren. Oder sind das jetzt doch eher Waren? 0, 0. Aber die haben ja Holz-LKW genannt, also wird er auch Holz transportieren müssen. Werden wir uns gleich den auch nehmen, Holz, so, okay, ja. So, Holz, Holz, Holz ist immer noch das gute Stichwort. 79, 99, also es geht wieder bergauf, das ist schon mal gut. Dauert jetzt natürlich wieder in die Jahre, bis sie wieder das gleiche hinbekommen haben, was sie transportiert haben. Hier steht unser wunderbarer ICE. Auf was wartet der? Auf den Zug da drüben. Und auf den anderen Zug. Okay. Mein Gott, ich hab's heute langsam mit diesen, mit dieser Klefferei, sag ich schon bald. Ein gutes Bild. Wir gucken mal, was unsere anderen machen, unsere drei Dieselzüge, die wir hier hatten, die ich ja eigentlich relativ gut finde. Ja, hier ist ein Verkehr, das ist auch nochmal, was hier einsteigt und aussteigt, glaube ich.
46 Personen. Wie viele wollen hier einsteigen eigentlich? Mit der RB wollen die 21, mit der Tram wollen 38 fahren. Also das ist schon richtig viel. Würde ich am liebsten jetzt auch schon auswechseln. Tram 1 Ella Hoop können wir uns mal angucken, wo die ist. Tram 1 war das Ella Hoop. 22 Jahren, na gut, das dauert noch eine ganze Weile. Unser Götz Falkenhagen Zug, den werden wir uns auch mal anschauen, wo der ist. Götz war hier hinten auf jeden Fall. Ist ja immer noch der hier, unser sogenannter TGV, der irgendwann auch mal alt sein wird, glaube ich. Können wir mal gucken, wie lang. 45 Jahre. km/h schafft er zumindest. Umsatz macht er auch, also macht nicht zu wenig, aber dafür sind schon die, mein Gott, sehe ich das gerade richtig, die Betriebskosten im Jahr schon bei 2,3 Millionen. Das ist echt eine Menge. Mir wurde mal gesagt, dass man, wenn man Fahrzeugersatz macht, das auf automatisch stellt, dass man das auf 25% stellen sollte, spart man eine Menge an Betriebskosten. Ist zwar alles schön und gut, aber es kostet natürlich auch, wenn man von 50 Jahren bis 25% nimmt, ne, dann sind dann eben nicht viel übrig. Die Hälfte sind 25, also knapp nach 17 Jahren, nach 10 Jahren. Den schon wieder auszuwechseln, das ist dann natürlich relativ blöd. So, wie viel passen bei denen rein? 72. Und wir wollten ja dann eh den hier nehmen. Er schafft sogar 320, das heißt, es ist bloß auf 300 ausgelegt, das ist auch gut. ...1,5 im Jahr und der 1,6, also kleiner Spaziergang ist das mit denen hier. Hinzufügen. Dann machen wir den dann gleich auf ja. Und dann wird er sich dann selber automatisch auch noch wechseln. So, mal gucken, was apropos unser anderes Lager hier so macht. Ich glaube, es ist gut gefüllt. 240 von 400, okay. Nein, so hier. Achso, der holt. Nee, der holt nicht. Doch, der holt Ella Hoop. Und unser sogenannter Ölzug, was macht da unsere Ölraffinerie? Die ist eigentlich auch gut. Wir können 90 Stück laden und haben hier, ja, je nachdem, 65, 66. Na, wird der das alles nehmen? Jo, das funktioniert auf jeden Fall auch schon mal. Dann können wir noch rübergehen zu unseren LKWs, die wir ja zur Not genommen haben, falls der Zug da nicht funktioniert, beziehungsweise das Holz da wirklich den Bach runtergeht. Ja, null. Das war eigentlich auch schon damals so das Problem, was ich hatte. Ich habe das hier gebaut und der hat einfach die Linienbenutzung eingestellt. Also keine Ahnung warum. Wollte er auch nicht. Also sind jetzt sozusagen diese ganzen LKWs, die hier langfahren, in das
Lager eigentlich total sinnlos. Das war nämlich diese Richtung hier, genau. Ist natürlich blöd, wenn er nicht will. Sägewerk. Aber ich habe das glaube ich auch ein bisschen vertauscht, ne? Weil ich das gerade selber so feststelle. Hätte nämlich, hier muss Holz angeliefert werden, statt Ware gebracht. Das ist natürlich Blödsinn, wir haben es doppelt gemoppelt gemacht. Das habe ich gar nicht gesehen letztens, habt einfach nur das Holz gesehen. Und hier haben wir auch nämlich schon sowas, der bringt Ware oder würde Ware bringen. Hier drüben ist nämlich das Holzlager. Ja, hat alles seine irgendwie Vor- und Nachteile. Nee, da können wir eigentlich diese hier schließen, diese Route hier, weil die würde gar nichts bringen. Holzwaren 1. Muss mal gucken, wo er langfährt, dass er wirklich der das ist. Nicht, dass wir jetzt sehen, das wäre genau der Falsche gewesen. So, und hier. Nee, das war doch der nicht. Mein Gott, verdrehen wir das hier alles. Hier oben, der war das, genau, so rum. 10, 25, naja, ist nicht gerade die Welt. Also die werden definitiv Minus erwirtschaften. Das sind einfach viel zu viele, die hier noch fahren. Was ja noch keinen Sinn bringen würde, dann die zu halten. Das hier hatte ich damals ganz am Anfang falsch, glaube ich, angeschlossen gehabt. Das funktionierte nicht. War ja logisch, war ja was anderes. Hier sind wir hier steigen wir langsam, das ist gut. Also hier wird das alles wieder aufwärts gehen. Es dauert eben bloß. Das ist die eine Ursache, dass es eher etwas länger dauern wird. So, jetzt haben wir wieder ein Autosave. Wir sind im Jahr 2039. Schwer vorzustellen. Ein schweres Wort heute. Schwer vorzustellen. Mein Gott. Ja, was haben wir noch hier? Die hier sind wahrscheinlich voll. Genau. Wie viele warten hier? Sie ja, 98. So viele wie reinpassen, genau. 1,39 Millionen bitte einmal. Ist auch gut. So, unser Straßenmann. Ich suche die gerade. Gibt es ja keine mehr. Doch, hier. 11 von 24. Ella, gut. Tram 1. Ne, Tram 39 soll das sein. Müssen wir mal gucken, wann die gewechselt werden soll. Tram 1. Ella, gut. Achso, 22 Jahre, das haben wir ja schon gesagt. Götz ist natürlich auch irgendwann dran. Weidenberg, die Ware auch. Wir machen jetzt natürlich alle Minus. Das ist natürlich der Nachteil eigentlich. Macht jetzt bloß der Personenverkehr plus. Unsere Waren werden natürlich definitiv untergehen. So, wir gucken mal nach unserer Überlandbahn. Tram, die müsste eigentlich irgendwo ganz unten sein, theoretisch. Da. Die macht schon, ja, so fast eine halbe Million plus. Das ist schon mal gut. Die Busse sowieso.
Also irgendwie alles mit Bus macht hier Plus. Außer hier meistens. Der wahre Falkenhagen, also der ist extrem leer. 130 Stück, das ist schon ein bisschen unnormal. Bernsdorf, Lüschendorfer Hof, das ist ja 142 Mann, also. Das ist ja richtig unmenschlich. Macht ja jeder Zug, also die machen schon relativ richtig viel Geld. Wenn man das hier so zusammenrechnen würde, also irre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Züge. Das ist schon eine Hausnummer. Für so ein kleines Dingens. Im Prinzip. So. Aber 142 ist echt unmenschlich. Gucken, wie viel er hier abladen wird, und dann würde ich auch sagen, war es das mit der Folge von Train Fever. Das war jetzt die 73. Folge, also 7.3. Wir werden uns dann in der Folge 7.4 wiedersehen. Wir werden auch ein bisschen tun und was Neues bauen. Ich werde mir weiter nach ein paar neuen Fahrzeugen Ausschau halten. Und die werden wir dann hoffentlich im nächsten Spiel noch sehen, alle. Wenn es natürlich welche gibt, die mir gefallen. Ich möchte ja nicht jeden Mist nehmen, sag ich mal. So, hier gehen fast alle raus. 1,21 Millionen. Das ist hier echt unnormal. Naja, die Hälfte, 80 Mann sind ausgestiegen. Gut, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, würde ich mich freuen. Ansonsten könnt ihr mal unter dem Video eure Wünsche, Kritiken, Vorschläge schreiben. In den Kommentaren sozusagen. Und für alle neuen Abonnenten, hätte ich gerade gesagt. Für unsere neuen Zuschauer würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Train Fever wieder. Das ist, wie gesagt, dann die Folge 7.4. Dies hier ist die 7.3. Mein Gott, die 7.3, und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.